Ich habe mir kürzlich was gegönnt. Ich habe mir eine Massage gegönnt. Ah, ja. Aber Massagefans heute hier, wer mag Massagen? Hand hoch. Das, ja, oder toll, oder? Jeder liebt Massagen. Wildfremde Menschen knubbeln an dir rum, großartig. Es ist toll. Man macht das nur viel zu selten, oder? Geht's dir auch so? Viel zu selten. Jedes Mal denke ich mir, das mache ich jetzt jede Woche. Haha, nein. Es ist wie Bowling, weißt du? Jedes Mal, wenn ich bowlen gehe, denke ich mir, oh, da bin ich jetzt jede Woche. Zack, 3 Jahre später. Weißt du, das ist so. Massage genauso. So, und jetzt pass auf. Ich habe das im Internet gebucht. Und da stand schwedische Massage. War ich schon überfordert. Wüsstest du, was eine schwedische Massage ist? Nein. Siehst du? Ich auch nicht. Ich dachte mir, was ist eine schwedische Massage? Läuft dir da ein Elch übers Kreuz? Rollt dir da mal so Köttbulla über den Rücken? In der Ecke statt eine Duftkerze eine offene Dose fermentierter Hering? Man weiß es nicht. Ja. Am meisten Angst hatte ich ja davor, dass mir der Masseur einfach nur eine Flasche Massageöl und Imbusschlüssel in die Hand drückt. Entdecke die Möglichkeiten. Nein, am Ende vom Lied, es war eine ganz normale Massage. Ganz normale Ganzkörpermassage kannst du also machen, wenn du das nächste Mal siehst. So, jetzt war aber das Problem. Vielleicht kennt ihr die Situation. Ich stehe an der Rezeption, ich kläre das alles mit der Dame da. Und als wir anfangen hätten können, in dem Moment merke ich, ich glaube, ich sollte nochmal auf Toilette gehen. So, ich frage die Frau, Entschuldigung, wo geht's denn zur Toilette? Sie sagt zu mir, gehen Sie hinten durch, 2 Türen, sehen Sie dann schon. Ich gehe hinten durch, sehe 2 Türen. Auf der einen steht Lotus, auf der anderen Vasana. Ich habe mir gedacht, oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht wieder so eine Rätseltoilette. Kennt ihr diese Rätseltoiletten? Wo du erst eine halbe Stunde überlegen musst, in welche scheiß Tür du jetzt reingehen darfst? Warum? Warum schreibt man es nicht einfach drauf? Weißt du, manchmal ist da ein Bild drauf, aber dann ist es natürlich nicht einfach eine Frau oder ein Mann. Nein, nein, das wäre ja so einfach. Nein, dann ist so eine Kandinsky-Frau, ein Picasso-Mann, damit man es auch ja nicht erkennt. Ja. Manchmal eine kleine Skulptur, och, ich lieb's. Och, was selbstgetöpfertes. Oh, wo du gleich weißt, ach, es gab wieder den guten LSD-Auflauf im Waldorf Kindergarten. Ja, oh. Leute, wer in der Geschichte der Menschheit hat jemals gesagt, boah, ich muss schiffen wie ein Elch, aber erst habe ich noch Lust auf eine kleine Knobelei. Niemand. Ja. Ach, ich hoffe, die Toilette ist ein versteckter Escape Room. Ich freue mich so. Kein Mensch. Wofür das hin? Weißt du, irgendwann muss ich erst 3 Runden Siedler von Katan gewinnen, bevor ich mal kacken darf. Ich möchte das nicht. War ich schon schlecht gelaunt. Dann kam er in mir raus, der Schnappatmungsschorsch. Weißt du? Bin ich vorne wieder an die Rezeption gegangen. So ein Wutpinkler. Mein 1,50 Meter, weißt du. Stell mich vor die Frau an der Rezeption und sag, Entschuldigung, auf welche Toilette muss ich denn? Die Frau guckt mich an, völlig ratlos, und sagt dann, ja, also 100% sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Aber ich würde mal tippen, Männer. Unverschämtheit? Da dachte ich mir, komm, ist egal, nimmst irgendeine Tür. Ich nehme jetzt irgendeine Tür, ist mir scheißegal. Ich bin wieder hinten gegangen, wieder zurückgestampft, dachte mir, ich nehme jetzt irgendeine Tür. Dachte mir so, Vasana klingt für mich wie ein Frauenname. Ja. Lotusblätter haben lange Stängel vielleicht, ich weiß es nicht. Ich nehme die Lotustür. Ich habe schon meine Hand an der Türklinke. In dem Moment höre ich hinter mir ein Geräusch. Eine Toilettenspülung. Ich drehe mich um, sehe noch 2 Türen. Herren, Damen. Da habe ich mich so ein bisschen geschämt. In dem Moment kommt auch noch die Frau von der Rezeption ums Eck, guckt mich ganz besorgt an und sagt, haben Sie es denn jetzt gefunden? Und ich wollte es überspielen und sage so, ja, Entschuldigung, klar, das ist ja vollkommen ein volles Missverständnis, steht ja drauf. Ich war gerade eben schon. Und sie so, na, dann ist ja gut. In dem Moment kommt der Masseur ums Eck mit einem Zettel in der Hand, guckt mich an und sagt, Herr Barth, 90 Minuten, wollen Sie nicht vorher lieber noch mal auf Toilette gehen? Die Frau von der Rezeption sagt zu ihm, nee, der war gerade eben schon. Und der Masseur sagt, ja gut, dann können wir ja anfangen. Gehen Sie mal in den Lotussaal, legen wir los. Ja. Und da lag ich dann. 90 Minuten. Mit einer randvollen Blase.
und Bachgeriesel vom Band. Und ganz ehrlich, eine Entspannungsmassage habe ich mir anders vorgestellt. Vielen Dank.